Scheiße. Karl könnte sterben. Bei 4000 Verstärkungstruppen sind jetzt nicht ohne. Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. Ups. So, ja, das ist nämlich die kleine Armee von dem. Der hat nämlich erstmal gar nichts. Alles andere wird dann nach und nach kommen von ihm. Und dann ist echt die Frage von wo. Lassen wir doch erstmal unsere Onaga oben stehen. So, wenn Karl eh sterben muss, dann kann er auch den ersten Angriff unten mit anführen. Wo ich glaube mal eher, die kommen von der Richtung. Werden wir ja sehen. Hauptsache ich kill den General, den ersten. Das ist mir eigentlich nur wichtig. Deshalb versuche ich mir den jetzt auch direkt zu schnappen. Ja, warum darf ich meine Spezialfähigkeit nicht einsetzen? Weil es ein General ist? Unser General wird angegriffen! Beschützt sein Leben! Bis jetzt geht's ihm gut. Ja, Kommandant, wie ihr befehlt. Und der verliert gerade die Schlacht, der General. So, sehen wir irgendwo schon die Verstärkung von dem? Natürlich nicht. Der Feind will seine Niederlage nicht. Wir verlieren Boden. Ja, ich weiß, es sind drei Eingänge zur Festung. So, der feindliche General ist tot. Versuchen wir noch eben die eine slawische Fernkampfeinheit zu kriegen. Weg ist sie. Ab wieder hoch. Haltet ein bisschen aus. Ausblick, sag ich schon. Guckt ein bisschen, wo der Feind ist. Da hinten kommen sie. Ich stelle sie diesmal ein bisschen anders auf. So, dass die immer in so ein Dreieck reinlaufen. So, da kommen die ersten Reiter. Bitte, Geschütze, hört auf zu feuern. Das ist nur Verschwendung gerade.
sich gesammelt und sind in die Schlacht zurückgekehrt. Wer soll sich denn gesammelt haben? So, zieht das Schild auch zusammen. Schön, dass die Fernkampfkavallerie, die Plänkerkavallerie, die kassiert ordentlich. So, von der anderen Seite kommen auch einige Truppen. Da müssen wir eine Schwertkampfeinheit hier runterziehen. Da ist genug, lass das. Gruppiert hier Einheiten und Schiffe. Gruppierungen können einheitliche Befehle erhalten. Ihr könnt die Gruppierung auswählen, indem ihr auf den zugehörigen Tab klickt oder die entsprechende Zifferntaste drückt. Erneutes Klicken dieses Feldes löst die Gruppierung auf. So, der will hier mit den Sperrbanden mich ärgern. Ach, die hier schießen. Die dürfen ruhig durchschießen. Die anderen sollen aber Munition sparen. Obwohl, jetzt können wir einmal auf die Sachsen von hier aus schießen. Hallo, ich habe gesagt, ihr sollt nicht mehr feuern, ihr Idioten. So, ich lasse ihn noch näher rankommen. Rennt weg. Das da unten wird der erste Sieg sein für meine Fraktion. An die Barrikaden! Der Feind greift an! Verstanden! Kavallerie! Vorrücken! Kavallerie! Vorrücken! Bleibt jetzt echt stehen da vorne. Na komm. Verdammt, unser Hinterhalt wurde entdeckt. Zu Befehl, zu Befehl. Hier auf die Fernkämpfer. Hier auf die Fernkämpfer. Hier auf die Fernkämpfer. Kriegen wir hier Besuch von Fernkämpfern? Nein, ne? Sind an den Mauern. Ich erwarte eure Befehle. Ich weiß, sind Sperre, ist aber egal, weil ich komme ja von der Seite oder von hinten. Deshalb, das sollte die Moral schnell brechen. Hier sehen wir auch schon unsere Schwertkämpfer siegen. So, seid offensiv. Ihr seid den Überlegen im direkten Nahkampf. Da sehen wir auch, dass die jetzt verlieren. Und ich habe vergessen, meine Onager mal wieder einzusetzen für den Kampf. So, die haben wir erstmal besiegt. Schwertkämpfer wieder aufstellen. Eine Einheit hat sämtliche Munition verschossen. Dann kommt General von denen, beschießt lieber den. Nein, schießt hier.
Auch mit den Bögen rein. Boah, die schießen genau daneben, ey. Ich könnte kotzen. Wieder zwei Speereinheiten. Ich erwarte eure Befehle. Ich brauche die Schwertkämpfer auf der anderen Seite. Zu Befehl. Befehl verstanden. Die müssen da durch. Schafft es, auf die zu schießen? Ah, verdammt, jetzt kommen da noch mehr unterschiedliche. Das ist Kacke. Rein da. So, bindet die im Nahkampf. Alle anderen von der Seite direkt. Ich probiere mal mein Glück hier an der Seite. Schaffen die einen halbwegs ordentlichen Schuss in die Leute rein und nicht auf meine Leute. Sah ordentlich aus, aber hat nicht viel Schaden gemacht. Wundervoll. Mach die Falle wieder auf. Komisch, die wollen hier echt nicht angreifen immer, ne? So, jeder Pfeil hat ein Ziel gefunden. Eine Einheit ist die Munition ausgegangen und sie kann nicht mehr schießen. Drück die nochmal runter. Ah, Hilfe. Okay, das war mein Fehler. Ich konnte eine Einheit vollständig auslöschen. Verstanden. Zu Befehl. Zu Befehl. Zu Befehl. Wir erwarten eure Befehle. Schnell, wie ihr befehlt. Oh, gar nicht mal so schlecht. Meine Truppen ziehen immer mehr raus. So, geht ruhig durch. Versucht, die dahinter zu schnappen. Für Ruhm! Für Ruhm! Oh, wir haben die Seite. Wir haben die Seite hier geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir die Truppen jetzt nachher wegbewegen. Da müssen wir die ganze Armee nach hinten ziehen. Und will ich versuchen, hier die aufzuhalten jetzt. Zu Befehl! Zu Befehl! Für Ruhm!
So, Karl, komm mal hier runter. Du musst mal hier die Moral brechen von den Feinden. So, haut ab. Die Siedlung steht in Flammen. Ich erwarte eure Befehle. Ich kann jetzt leider meine Reiter da nicht rausziehen. Sehr gut, wir haben die weggenudelt. Ja, ihr habt eh nichts zu tun. Dann versucht mal mit euren paar Truppen da hinten noch was zu erledigen. Ihr könnt euch aufstellen, ihr habt eh nichts mehr. Oh, jetzt versucht er mit den ganzen Sperren hier in der Mitte durchzukommen. Moment, dann lassen wir die Bogenschützen mal hier als eine zweite Reihe aufstellen. Dann kann, wenn die Speere anfangen zu schwächeln, können wir die losschicken. Ich kann leider meine Reiter hier nicht zurückziehen. Wir müssen irgendwie um die rumkommen. Karl, kannst du gerade Ärger machen? Nein, kannst du nicht. Der Feind will seine Niederlage nicht zugeben. Ihre Einheit hat sich gesammelt. Sehr schön. Die eine Schwerteinheit von der Flanke fällt weg. Oh, dann können wir sogar ihn umlaufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Rennt, rennt, rennt. Da ist die Verstärkung Schmidt dabei. Wurde vorhin mal gefragt. So, da hat der Kai jetzt mal deren Moral ein bisschen runtergezogen. Weil du kannst ja zwei große Armeen in die Schlacht schicken, deshalb glaube ich, das ist schon die gesamte Armee. Das Einzige, wo wir nachher gucken müssen, der hatte ja auch noch Onager. Ah, da sind sogar welche angekommen bei den Onagern. Und dann schlagen jetzt meine kleine 15-Mann-Truppe, meine Navy Seals, den da hinten kaputt. Ich versuche hier ein bisschen meine Truppen zu entlasten, weil deren Ausdauer ist total am Ende. Deshalb opfern wir so ein paar Bogenschützen. Oh, Moment, jetzt auch nicht der eine ist noch mit dabei. Dann müssen wir den rausnehmen. Der muss da rein. So, Kavallerie weit aufstellen. Beziehungsweise breit aufstellen, wäre das richtige Wort. Und dann schicken wir die hier außen rum. Jetzt auch nicht die versuchen, da außen rumzulaufen.
geschart. Ich überlege, aber wir haben alle keine Munition mehr. Dann könnte ich die eigentlich mit dem Karl einfach überrennen. So, geht aus eurer Deckung raus. Wir machen jetzt massiv Druck gegen die. Und, ah, guck mal, wie sie weglaufen, die Feiglinge. So, die Onager haben wir auch. So, da haben wir dich auch erwischt. Gelobt seien die Götter, unser Sieg! Sieg! Ah, macht Spaß, die zu erschrecken. Tja, Karl überlebt. Erneut. You know that this game was never in Japan? No, in China. There's every... They make... the first game of this series was in Japan. So you play the... You need to try to get the Shogun. You know what he is? And the Shogun in the past, the... something like the king of whole Japan. They are worried the Chinese will catch the Shogun but not kill him but fuck his ass for many times. No. I only want to say that I wonder that they never take some scenario in China. Because you have games of this series in the Civil War of the US, of America, you have something like Europe. So there's no China in the game, you mean? Right. Never. Yeah, Chinese is a bit conservative about wars and stuff. But if there's something about this game in China, it would be fun, I think. One says it seems too similar to the Japanese. If this game will use the Chinese area. Ah, no, if they use the Chinese area, China is so big, you don't know which province to take. And it will be very difficult to simulate, because Chinese said to Americans, you Americans can't Google map China and the Chinese region. Like, if you Google map this place, you can see the street view and stuff. But in China, it's not allowed. I know. So it will be difficult for the game maker to see how it... You think they use Google Street View to build up the area in the 700 years after Christus? Oh, it's 700 years after Christus. You think this is Second World War with horses and sprayers? That was really small. Horses or motorcycles. Yes, maybe motorcycles. It's okay, no problem. Or maybe Fahrrad. Or you think that would be a SS unit from the Germans? With bow? Who knows?
knows if it's balls or, you know, scheiße, they're throwing at each other. Ah. Great. 700 after that. There's no China. In Seven World War. Huh? In Seven World... In the second. Oh, Second World War? Of course there's nothing in China. Everybody killed the Chinese during that time. Sorry. That was a really dark time. But there, at that time, there was no People's Republic of China yet. You know that? Boah, das kann ich nicht machen. People's Republic of China didn't exist back then, sorry. We have only around 70 years history. Boah, ich fass das nicht, ey. Jetzt kommt der schon wieder mit der frischen Armee und einen Haufen Scheiße. Ich muss sagen, hier machen wir einen Break. Ich kann jetzt nicht nochmal so eine Schlacht schlagen. Da kann ich mich dann ärgern, wenn wir die nächste Aufnahme machen. Nächste Woche, Montag oder Dienstag. Schrecklich. So, tschüss nach YouTube.